Hat diese große Beule in der Wand schon immer miaut? Gary, wie kommst du in die Wand? Und wie soll ich dich wieder rausholen? Ich hab dich bereits überall gesucht, kleiner Rabauke. Hierher, mein Junge. Danke, freundlicher Fremder. Und wer bist du? Du kannst mich Wandi C nennen, denn ich lebe in der Wand, das ist dir jetzt bekannt. Herzlich willkommen in Wandhalla! Lust auf eine kleine Führung? Oh, eine Führung würde mich sehr freuen. Wandhalla hat sogar ein magisches Medizinschränkchen, in dem ich meine... magische Nasenbürste aufbewahre. Pfleg die Nase mit der Bürste, sonst fallen heraus bald Popelwürste. Wandhalla ist ja fantastisch. Wow, direkt hinter dem Gipskarton liegt eine Welt ohne Probleme. Naja, in Wandhalla gibt es schon ein Problem. Einen lauten Nachbarn. Nein! Hinter diesen Wänden lebt eine Kreatur mit quietschenden Schuhen. Sie stampft den ganzen Tag umher. Ein Monster und es kreist zu jeder Tageszeit vor Freude. Ein Biest, dessen Lachen einem das Hirn durchbohrt. So nervtötend, dass ich davon verrückt geworden bin. Und so klingt es. Das ist das Schrecklichste, was ich je gehört habe. Ich bin froh, Wandi, dass ich hier bei dir nichts zu befürchten habe. Oh, SpongeBob! Dich zu treffen macht diesen Tag zum schönsten Tag meines Lebens. Oder ist es Nacht? Ich habe den Überblick vor Jahren verloren. Nun, was würdet ihr zu einem Freundschaftsmahl sagen? Oh, ich dachte schon, du fragst nie. Wandi, das war das freundlichste Festmahl, das ich jemals hatte. Tja, Gary und ich suchen jetzt einen Weg nach Hause. Hä? Wer soll Gary sein? Du weißt schon, Gary, meine Hausschnecke. Deine Hausschnecke? Das ist meine Hausschnecke. Und sein Name ist nicht Gary. Er heißt Gary. Ja. Siehst du? Oh, jetzt verstehe ich. Gary? Gary, das ist spaßig. Dieses quälende Lachen. Also du warst das. Dann hast du mich verrückt gemacht. Ich verfluche dich, SpongeBob Schwammkopf. Und dein nervtötendes Lachen. Jetzt bringe ich dir das Wasser aus deinen Poren. Patrick, oh, gut, dass du hier bist. Ich bitte dich, SpongeBob. Ich benutze gerade das Klo. Oh nein, ich bin durch den Spiegel gebrochen. Wandhalla ist verloren. Du hast mein enges, unbequemes Leben zerstört. Wer ist die Heulsuse, SpongeBob? Wandi, es gibt doch bestimmt in der Draußenwelt etwas, das du vermisst, oder nicht? Moment, ist das ein Krabbenburger? Okay, ich muss zugeben, eine Sache habe ich vermisst. Ich war gezwungen, mir einen Krabbenburger über Jahrzehnte einzuteilen. Ich denke, ich habe da eine Idee. Hätten Sie Senf? Ich hasse dieses Lachen immer noch.